Kapitel 12. Als Hermine sich vor Wochen noch gewünscht hatte, Draco einen täglichen kurzen Blick zuwerfen zu können, hatte sie ihn nie im Ministerium gesehen. Aber jetzt, da sie es bevorzugen würde, langsam von einem Manticore gefressen zu werden, als mit ihm den Fahrstuhl zu teilen, sah sie ihn überall. Am Montag traf sie ihn zweimal im Fahrstuhl. Glücklicherweise waren viele andere dabei, die ein- und ausstiegen. Dann schaffte sie es gerade noch, ihm in der Cafeteria zu entgehen, aber nur, indem sie sich umdrehte und beschloss zu verhungern. Am Dienstag rannte sie eine halbe Stunde vor der Mittagspause in die Cafeteria, um sich eines dieser verdammten Croissants zu schnappen, von denen Harry sie abhängig gemacht hatte, nur um festzustellen, dass er denselben Plan gehabt hatte. Dieses Mal begegneten sich ihre Blicke. Deshalb hatte sie keine andere Wahl, als zur Theke zu gehen und zu bestellen, während er an einem Tisch in der Ecke saß und sie möglicherweise beobachtete. Dann nahm sie das Croissant mit und aß es an ihrem Schreibtisch. Am Mittwoch nahmen Harry und die anderen Auroren einen Mann fest, der versucht hatte, ein Drachenei nach London zu schmuggeln. Und das Aurorenbüro in diesem Fall auf die Zusammenarbeit mit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe angewiesen war, und Hermione die Berichte dieser Abteilung entgegennahm und verfasste, und Aiden an diesem Tag krank war. Eine Nachricht mit perfekt geschwungener Schreibschrift, die sie sofort erkannte, landete auf ihrem Schreibtisch. Und so hatte sie den Rest der Woche im Wesentlichen damit verbracht, Nachrichten mit Draco auszutauschen. Schließlich hatte sie Harry am Donnerstagnachmittag eine Nachricht geschrieben. Sie hatte Draco um so viele Informationen wie möglich über die äußeren Merkmale des Eies gebeten und als Antwort darauf erhalten: Es ist eiförmig. Daraufhin hatte sie Harry höflich gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, dass irgendjemand anderes in diesem Fall mit ihr korrespondieren könne. Am Freitag lieferte der Wagen aus der Poststelle ihr einen Umschlag, der in einer verschnörkelten Handschrift, die sie ebenfalls kannte, an Miss Hermione Granger adressiert war. »Miss Granger, gerne würde ich Sie in unsere Bibliothek einladen, damit Sie sich dort umsehen und alle Bücher ausleihen können, an denen Sie interessiert sind. Jeder Tag der nächsten Woche, nach Ihrer Arbeit oder alternativ das nächste Wochenende, wäre für mich passend. Bitte lassen Sie mich wissen, welchen Tag Sie bevorzugen. Ihre Narcissa Malfoy.« Hermione seufzte und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Wie war sie zu einer solch guten Freundin von Narcissa Malfoy geworden? Hermione wählte den folgenden Samstagabend. Sie hatte Narcissa erzählt, sie habe noch verschiedene Besorgungen zu erledigen, nachdem sie bei Cornerstones abgeschlossen habe, und es sei ihr deshalb nicht möglich, vor 7:30 am Abend bei ihr zu sein, wenn das für sie in Ordnung wäre. Auf diese Weise würde sie nach dem Abendessen ankommen, und Narcissa konnte sie nicht bitten, sich zu ihnen zu setzen. Nur für den Fall, dass Draco zu Hause war. Was er, wie sie annahm, nicht sein würde, da er laut Rita Kimcorn ein sehr aktives Sozialleben hatte und somit nicht an einem Samstagabend um 7:30 mit seiner Mutter zu Abend essen würde. Das hoffte sie zumindest. Um 6:10 dachte Hermione darüber nach, was sie für 1,5 Stunden tun könnte, da sie natürlich keine Besorgungen zu erledigen hatte. Dann wurde ihr klar, dass sie Narcissa ein Geschenk mitbringen könnte, als Dank dafür, dass diese sie eingeladen hatte. Und dann wurde ihr klar, dass sie dies vermutlich schon bei ihrem ersten Besuch hätte tun sollen. Hermione schlug sich die Hand vor die Stirn und schloss die Augen. Sie war eine solch gewöhnliche Bürgerliche. Nachdem sie 10 Minuten damit verbracht hatte, über mögliche Mitbringsel nachzudenken, entschied sie sich schließlich für ein Buch, da sie auch ein Buch
oder 5 von ihr ausleihen würde. Sie schickte einen schnellen Patronus an Morty und ließ ihn wissen, dass sie noch einen privaten Einkauf machen würde, nachdem das Geschäft geschlossen hatte, wenn es für ihn in Ordnung sei. Hermione entschied sich für einen Roman von Matty McCandry, der entstanden war, bevor die Autorin begonnen hatte, über die Geschichte der Kobolde und Elfen zu schreiben. Sie legte die Sickle in die Schublade und notierte den Kauf im Kassenbuch. Dann schloss sie den Laden sorgfältig ab und apparierte nach Hause. Ginny war mit Harry unterwegs, also war sie mit ihren Haaren auf sich gestellt. Eine Tatsache, die ihr erst klar wurde, als sie sich selbst im Spiegel sah. Sie versuchte, einen Teil ihrer Haare zurückzustecken, aus ihrem Gesicht heraus. Hoffentlich war heute Abend nur Narzissa zu Hause. Um 7:30 griff sie das Flohpulver und sagte: »Herrenhaus der Malfoys!« Sie kam durch den Kamin und Narzissa Malfoy wartete mit einem Lächeln auf sie. »Hallo, Narzissa!« »Willkommen, Hermione. Ich hoffe, du hattest genug Zeit für deine Besorgungen.« Hermione sortierte gerade ihre kleine Handtasche und das eingeschlagene Buch in ihren Arm zurecht. »Ja, ich... einen Augenblick!« Sie nahm die Tasche in die eine und das Buch in die andere Hand. »Ich habe dir das hier mitgebracht.« Sie hielt Narzissa das Buch entgegen und deren Lächeln wurde noch aufrichtiger, wenn das überhaupt möglich war. »Wie reizend, Hermione! Aber das wäre doch nicht nötig gewesen.« Sie wickelte das Geschenk aus und las den Titel. Dann fand sie den Namen der Autorin. »Noch ein Buch von Matty McCandy.« Sie sah Hermione an. »Ja, aber es ist ein Roman. Sie hat ihn geschrieben, bevor sie ihre historische Serie begonnen hat.« Da ihr Arm jetzt leer war, ließ Hermione ihn an ihrer Seite herunterhängen und war sich nicht sicher, was sie tun sollte. »Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen. Danke, Hermione.« Narzissa winkte mit der Hand und Mippy erschien, machte einen Knicks vor Hermione und nahm das Buch und das Geschenkpapier, bevor sie wieder verschwand. Hermione bemerkte, dass sie heute ein kurzes Kleid trug. »Sollen wir in die Bibliothek gehen?« »Ja, danke!« Hermione lächelte. »Und vielen Dank dafür, dass du mir eure Bücher zur Verfügung stellst.« Sie folgte Narzissa den Flur hinunter. »Ich muss zugeben, dass ich schon seit vielen Jahren neugierig bin auf die Bibliothek der Malfoys.« »Dann betrachte es bitte als den ersten von vielen Besuchen.« Narzissas Zähne waren ziemlich gerade. Narzissa legte ihre zarten Hände auf die Türen der Bibliothek und diese schienen sich durch ihre Berührung zu öffnen. Hermione war wieder schockiert darüber, wie gewaltig der Raum war. Die Sonne, die von den Fenstern nach Westen hinunterging, erleuchtete die Regale und Bücherwände und der Geruch. Sie wurde schon an der Tür gierig auf all die Bücher. »Kann ich dir eine Tasse Tee anbieten, während ich dich herumführe?« Narzissa wandte sich ihr zu und sah sie an, und ihre goldenen Haare schienen für einen kurzen Augenblick zu fließen. »Sehr gern, vielen Dank«, sagte Hermione. Mippy erschien, ohne dass überhaupt nach ihr gerufen worden war. Sie hielt ein Tablett mit 2 Tassen und Untertassen. »Miss, möchte Milch und 3 Löffel Honig?« Mippy schlug ihre hellen Augen in Hermines Richtung auf. Sie trug einen Zylinder mit einer kleinen Blume daran. »Ich... ja, danke, Mippy.« Hermione lächelte auf sie hinunter und Mippy reichte ihr eine Tasse auf eine Untertasse. Narzissa nahm ihre Tasse und dankte Mippy und dann verschwand Mippy wieder. Hermione starrte auf den Fleck, auf dem sie eben noch gestanden hatte. Sie wagte den Schritt. »Narzissa, verzeih mir, wenn diese Frage unverschämt ist, aber ich habe mich gefragt, ob Mippy ein freier Elf ist.« Narzissa sah sie über den Rand ihrer Teetasse hinweg an. Ihre Lippen
nahmen einen sonderbaren Zug an. Das ist sie in der Tat. Und damit fühlte Hermine sich noch mehr zu Narcissa Malfoy hingezogen. Narcissa fuhr fort. Nachdem ich letzten Sommer aus der Haft entlassen wurde, war fast unser gesamtes Vermögen eingefroren worden. Unsere Hauselfen waren umgesiedelt und alle dunklen Gegenstände beschlagnahmt worden. Ich kam in ein einsames Haus, aber Mippy begrüßte mich am Kamin. Narcissa lächelte sanft. Sie hatte sich versteckt und war hier im Haus geblieben und hatte darauf gewartet, dass ich nach Hause komme. Ich sagte ihr, dass sie nicht bleiben könne, da es dem Haus der Malfoys nun verboten ist, Elfendienste in Anspruch zu nehmen. Deshalb zeigte sie auf den Handschuh, den ich hielt, und bat mich, sie zu befreien. Seitdem ist sie immer bei mir geblieben. Ich lege jede Woche 50 Galeonen in ein Verlies bei Gringotts für sie, und ich vermute, sie gibt das Geld für Kleidung und Hüte aus. Narcissa lachte und nippte an ihrem Tee. Hermione hatte feuchte Augen, deshalb tat sie dasselbe. »Das ist sehr großzügig von dir, Narcissa. Ich bin mir sicher, Mippy schätzt es, dass sie dir und deiner Familie weiterhin zu Diensten sein darf.« »Danke, Liebes. Jetzt lass mich dich herumführen.« Narcissa wandte sich zu den Regalen, zu ihrer Linken, und Hermines Herz machte einen freudigen Satz bei dem Gedanken, diese Bibliothek durchstöbern zu dürfen. Sie nahm sie mit zu dem Katalog ganz vorne im Raum und erklärte, sie müsse nur irgendeinen Titel, einen Autor oder ein Genre nennen und magische Lichter würden auftauchen und sie zu den entsprechenden Büchern führen. Sie führte sie hinüber in den Bereich mit den Romanen und zeigte ihr, wo sich die Erstausgaben befanden. Hermione erblickte mehrere dicke rote Bücher, die sie wiedererkannte. »Ist das die Reihe von Lanes Gainsworth? Die Unerwünschten?« »Ja, es sind signierte Ausgaben«, erwiderte Narcissa, und Hermines Finger zuckten. »Ich liebe diese Reihe. Ist es auch eine deiner Favoriten?« »Ja, es sind signierte Ausgaben«, erwiderte Narcissa, und Hermines Finger zuckten. »Ich liebe diese Reihe. Gehören sie auch zu deinen Favoriten?« »Absolut«, sagte Hermione. »Er ist momentan mein Lieblingsromanautor.« Draco liebt die unerwünschte Reihe auch. Es waren die einzigen Bücher, nach denen er während des Jahres, in dem er auf seinen Prozess wartete, verlangt hat. Hermione blinzelte. »Die unerwünschte Reihe?« Narcissa nickte. »Alle 7 Bücher? Oder nur einige?« »Alle. Ich denke, er hat diese Reihe etwa 4 oder 5 Mal ganz durchgelesen.« Narcissa streckte die Hand aus und berührte die Bücher liebevoll. Hermione runzelte die Stirn. »Warum sollte er sie wegen so etwas Banalem wie Bücher anlügen? Nicht, dass Bücher für sie banal wären.« »Was ist los, Liebes?« Narcissa musste gesehen haben, dass sie die Stirn gerunzelt hatte. »Ach, ich... Es ist nichts. Er hat mir erzählt, er sei kein Fan dieser Bücher.« Hermione versuchte beiläufig zu klingen und wandte den Blick auf die Regale an der anderen Seite. »Ich denke, er hat einfach nur mit dir gespielt. Oder besser, ich bin mir darüber sicher.« Narcissa kicherte und beobachtete Hermines Gesicht genau. »Mit ihr gespielt?« Sie war sich nicht sicher, ob ihr das gefiel, jetzt, da sie wusste, dass er sie in dieser Nacht wie Vieh verkauft hätte. Schlimmer als Vieh. Sie sah Narcissa an und bemerkte, dass diese sie beobachtete, also erwiderte sie das Lächeln und sah dann schnell zu Boden. »Nun denn, ich werde dich stöbern lassen, Liebes. Und bitte nimm dir, was immer du magst.« »Danke, Narcissa, das ist sehr freundlich.« Hermione konnte immer noch nicht glauben, dass sie sich für die nächste halbe Stunde, Stunde, frei durch die Bibliothek der Malfoys bewegen durfte. Sie sah auf die große Standuhr in der Ecke, während Narcissa durch die Tür schlüpfte. Es war 10 Minuten vor 8.
Sie würde ihr Bestes geben, um bis 8:30 fertig zu sein. Spätestens bis 9:00. Sie wanderte durch den Bereich mit den Romanen, war aber eigentlich vor allem interessiert an einigen der Büchern mit Zaubersprüchen und an den Handbüchern über Zaubertränke, die bereits seit Jahrzehnten nicht mehr gedruckt wurden. Sie verschwand hinter einer Bücherwand und fand einen ganzen Bereich, der von den Sesseln im vorderen Bereich aus gar nicht zu sehen gewesen war. Sie keuchte, als sie bemerkte, wie riesig die Bibliothek tatsächlich war. Und sie wusste jetzt mit Sicherheit, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt würde zurückkommen müssen, um sie vollständig zu durchstöbern. Sie fand ein ganzes Regal mit Dracos alten Hogwarts-Büchern, immer noch in tadellosem Zustand. Sie ließ ihre Finger über das Buch gleiten, das Remus Lupin in ihrem 3. Jahr verwendet hatte, und lächelte bei der Erinnerung an ihn. Sie zog es aus dem Regal und blätterte es bis zur Mitte durch, wo sie, wie sie wusste, etwas über Grindelwald finden würde, und ihr Lächeln verblasste, als sie eine schmale, geschwungene Schreibschrift an den Rändern der Texte entdeckte. Grün oder beige? Verwandt mit dem Meermenschen? Sie presste die Lippen zusammen, als ihr klar wurde, dass sie in ihre eigene Ausgabe dieselbe Frage gekritzelt hatte. Sie blätterte die Seiten um und fand einige sich bewegende Zeichnungen von Harry, der von einem Dementor gejagt wurde, Ron, der von mehreren Pfeilen durchbohrt wurde, und eine Zeichnung stellte vermutlich sie selbst dar, was aber schwer zu sagen war, da eine Wolke aus Haaren die Person angriff. Sie verdrehte die Augen, blätterte durch einige weitere Kapitel und sah, dass Draco Malfoy den Inhalt des 18. Kapitels vollkommen ignoriert und die Woche stattdessen damit verbracht hatte, Bilder zu zeichnen, auf denen sie auf verschiedenste Weise umkam. Es fanden sich Enthauptungen, Strangulationen, sogar einige Ausweitungen. Hermione schloss das Buch und stellte es stirnrunzelnd wieder in das Regal. Sie blinzelte, um die Scham loszuwerden, die sie bei der Erinnerung daran empfand, dass bestimmte Kapitel ihrer eigenen Schulbücher ebenfalls mit Kritzeleien gefüllt waren. Allerdings stellten diese nicht seinen Tod dar. Sie war so dumm gewesen. Aber all diese Gedanken waren vergessen, als sie eine Erstausgabe von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind entdeckte. 20 Minuten später hielt Hermione 7 Bücher in ihren Armen. Viele davon waren schwere Wälzer. Sie hatte die Abteilung mit den Fachbüchern noch nicht einmal verlassen und blätterte immer noch durch die Schulbücher, die vor 50 Jahren benutzt worden waren, oder Handbücher über Zaubertränke, aus denen zu unterrichten bereits im 19. Jahrhundert verboten worden war. Ihre Arme begannen zu zittern und in ihrem Nacken bildeten sich Schweißtropfen, was ihre Haare feucht werden und vom Kopf abstehen ließ. Jedes Mal, wenn sie darüber nachdachte, die Bücher mit einem Schwebezauber zu belegen, wurde sie von einem weiteren Buch abgelenkt, das sie durchblättern wollte. Als sie das 8. Buch auf ihren Stapel legte, entschied sie, dass es Zeit war, eine Auswahl zu treffen. Sie konnte beim besten Willen keine 8 Bücher mitnehmen. Jemand räusperte sich hinter ihr und Hermione wirbelte herum und sah Draco Malfoy 10 Schritte hinter sich stehen. Sie hielt die Luft an und drückte die Bücher enger gegen ihre Brust. Er sah zwischen ihrem Gesicht und dem Bücherstapel, den sie umklammert hielt, hin und her. Er zog eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts, und das führte natürlich dazu, dass Hermione losplapperte. Deine Mutter hat mich für heute Abend eingeladen, damit ich die Bibliothek durchstöbern kann. Ich suche mir Bücher aus, die ich gern leihen würde. Ihr Herz raste. Sie bereute es, sich gerechtfertigt zu haben. Es könnte wirken, als habe sie sich des Verbrechens schuldig gemacht, in das Herrenhaus der Malfoys einzubrechen und Bücher zu stehlen. »Wo war Narzissa?« »Ich weiß«, sagte er und betrachtete sie von oben bis unten. Er trat näher auf sie zu und sagte, »Ich habe meiner Mutter gesagt, es sei dumm zu glauben,
Du wärst in der Lage, eine Auswahl an Büchern aus dem Haus zu tragen, ohne einen kleinen Kahn dafür zu benötigen. Sie errötete. Er fuhr fort. Also hat sie mich geschickt, um dir das hier zu geben. Er hielt ihr einen Weidenkorb entgegen, den sie vorher nicht bemerkt hatte. Sie nahm ihm den Korb ab und fand unbeholfen einen Weg, die Bücher hineinzulegen. Sie sah auf und stellte fest, dass er sie beobachtete. »Danke«, versuchte sie, ihn loszuwerden. »Meine Mutter möchte, dass du uns bei einem späten Abendessen Gesellschaft leistest.« Hermeinis Augen fielen ihr fast aus dem Kopf. »Was? Es ist 8:30!« Er sah genauso glücklich mit der Situation aus, wie sie sich fühlte, und sagte, »Ja, das ist der Grund, warum man es ein spätes Abendessen nennt. Granger. Der Tisch ist bereits für 3 Personen gedeckt. Sie wartet auf uns.« »Ich werde nicht.« Sie atmete tief durch. »Was ich sagen wollte, ist, dass ich bereits gegessen habe und ich möchte nicht noch mehr Ihrer Zeit am heutigen Abend in Anspruch nehmen.« »Granger!« Er verdrehte die Augen. »Glaubst du wirklich, dass ein Nein eine Option ist?« »Nur weil du nicht in der Lage bist, Mami einen Wunsch abzuschlagen, heißt das nicht, dass das auch für alle anderen gilt«, fauchte sie. »Ich werde ihr jetzt sofort für die Einladung danken und ablehnen.« Sie hängte sich den Korb über den Ellenbogen und ging in einem Bogen um ihn herum. Er packte sie an ihrem freien Arm, als sie an ihm vorbeiging. »Pass mal auf, du dämliches Weib! Du bist diejenige, die sich entschieden hat, sich mit meiner Mutter anzufreunden und mich in meinem Haus zu belästigen.« »Um eins klarzustellen, sie hat sich entschieden, sich mit mir anzufreunden.« »Und aus einem für mich nicht nachvollziehbaren Grund hat sie dich eingeladen, heute Abend mit ihr zu essen, und hat dafür das Abendessen extra nach hinten verlegt, sodass es in deinen vollen Terminplan passt.« »Ich habe versucht, nach dem Abendessen zu kommen.« »Ich weiß also nicht, was du damit bezweckst, hier zu sein, meine Bibliothek heimzusuchen und mit meiner Mutter, Mutter und Kind zu spielen.« »Ich halte deine Mutter für eine wunderbare Gesprächspartnerin, eine großzügige Gastgeberin und eine durch und durch reizende Person. Es ist schade, dass sie diese genetischen Merkmale nicht weitergegeben hat«, sagte sie. Sie keuchte jetzt fast und seine Hand lag immer noch auf ihrem Arm und umklammerte ihn. Sie wünschte sich verzweifelt, sie könne den Blick von ihm abwenden, aber sie wusste, dass sie damit ihre Niederlage zugäbe. Also starrte sie wütend zu ihm auf, nahm die Gelegenheit wahr, seine Augen genau zu studieren und fand darin die blauen Flecken, die auftauchten, wenn seine Wangen sich färbten. Sie blinzelte und kam sich dumm vor, weil sie ihn nach allem immer noch attraktiv fand. Und dann wandte sie den Blick ab und riss ihren Arm los. Sie ging um die Bücherwände herum in Richtung der Bibliothekstür und fühlte ihren Arm dort immer noch brennen, wo seine Finger gelegen hatten. Draußen vor der Bibliothek ging sie nach links und vorbei an den Männern der Malfoys. »Granger!« Sie sah sich um und entdeckte Draco in der Tür. Er neigte seinen Kopf nach rechts und lehnte am Türrahmen. Sie starrte ihn wütend an und drehte wieder um, da sie ganz offensichtlich keine Ahnung hatte, wo sie hinging. Er führte sie den Flur weiter hinunter, in dem sie schon vorher gewesen war, und sie kamen an hübschen Wandteppichen und einem großen Fenster vorbei, von dem aus man das Grundstück sehen konnte. Der Himmel war immer noch rosa vom Sonnenuntergang, und sie hatte Mühe, bei seinem Tempo mitzuhalten und gleichzeitig das Haus zu betrachten. Er blieb vor einer großen, geöffneten Tür stehen und wies sie mit einer Geste an, den Raum zuerst zu betreten. Sie ging um die Ecke und fand einen extravaganten Speisesaal mit einem großen Tisch, an dessen Stirnseite Narcissa Malfoy saß. »Hermione, Liebes, ich freue mich so, dass du mit uns isst.« »Ja, vielen Dank, Narcissa. Ich würde das Essen um nichts in der Welt versäumen wollen«, sagte sie. Draco bejahte den Raum hinter ihr und schnappte leise, so dass nur sie es hören konnte. Narcissa lud sie mit einer Geste ein,
sich an ihre linke Seite zu setzen, und sie spürte, wie Draco ihr den Korb mit den Büchern vom Arm nahm. Sie sah ihn an, und er zog eine Augenbraue hoch, während Mippy erschien und den Korb irgendwohin mitnahm. Hermione wandte sich wieder Narzissa zu und ging zu ihrem Platz. Draco folgte ihr und zog den Stuhl für sie heraus. Sie ärgerte sich darüber, dass er sich vor Narzissa wie ein perfekter Gentleman benahm, wenn auch ein mürrisch aussehender. »Hattest du Glück in der Bibliothek?«, fragte Narzissa, während Draco ihr gegenüber Platz nahm. »Wunderbar.« »Erstaunliches Glück«, sagte sie und lächelte Narzissa an. »Ich bin kaum über die vielen Abteilungen mit den Lehrbüchern hinausgekommen, aber ich glaube, ich habe zu viele mitgenommen. Ich werde versuchen, noch eine Auswahl zu treffen, bevor ich gehe.« »Oh nein, auf keinen Fall.« Narzissa winkte ab. »Du darfst gern so viele mitnehmen, wie du möchtest, und ich erwarte, dass du wiederkommst und sie gegen weitere Bücher austauschst.« Hermione erwiderte ihr Lächeln, während Draco aggressiv eine Serviette ausschüttelte, um sie auf seinen Schoß zu legen. »Draco ist eigentlich der Einzige, der die Bibliothek überhaupt noch nutzt.« Hermione beobachtete ihn dabei, wie er einen Fussel von der Tischdecke pulte und hartnäckig den Blickkontakt mit den beiden Frauen vermied. Ihre Augen wurden schmal, während sie ihn ansah, und sie konnte nicht widerstehen. »Ich hätte fast die signierten Ausgaben der Reihe von Lane's Gainsworth mitgenommen, um sie noch einmal zu lesen. Aber deine Mutter hat mir erzählt, wie sehr du sie liebst, Draco. Und deswegen möchte ich sie dir nicht wegnehmen.« Seine Hände erstarrten in der Bewegung und seine Kiefermuskeln spannten sich an. Hermines Lippen zuckten zu einem Lächeln, als er sie ansah. Sie fuhr fort. »Ich habe die Reihe selbst 4 oder 5 Mal gelesen, deshalb weiß ich, wie schwierig es ist, sie nicht zur Hand zu haben.« Er schenkte ihr ein herablassendes Lächeln, das seine Augen nicht erreichte. »Das war sehr freundlich von dir, Granger.« Narzissa lächelte in ihr Wasserglas. Er fuhr fort. »Und mit welchen Büchern verlässt du uns nun heute Abend?« »Naja, ich leihe mir...« sagte sie an Draco gewandt und konzentrierte ihre Aufmerksamkeit anschließend auf Narzissa, die ziemlich interessiert an ihrer Auswahl zu sein schien. »Einige Texte, von denen ich weiß, dass sie nicht mehr gedruckt werden. Einige Bücher, die in Hogwarts benutzt wurden, bevor es eine Neuauflage gab. Und ich habe ein Buch über Drachenhaltung und Kontrolle gefunden, das ich noch nie gesehen habe. Ich hege die Hoffnung, es könnte mir bei meinem Forschungsprojekt helfen.« »Oh, wie wunderbar!« sagte Narzissa. Die Schüsseln vor ihnen füllten sich mit Kürbissuppe und Hermione wurde daran erinnert, dass sie vorhin kaum etwas zu Abend gegessen hatte. Narzissa fuhr fort. »Draco, du hast doch bestimmt von Hermiones Projekt in Bezug auf Gringotts gehört, oder?« Draco, der gerade dabei war, sich ein Brötchen aus dem schwebenden Brotkorb zu nehmen, hielt in der Bewegung inne. »Nein, das kann ich nicht behaupten.« Er sah sie erwartungsvoll und gleichzeitig gelangweilt an. »Die Kobolde von Gringotts hoffen, sie können einen neuen Drachen heranschaffen und trainieren, der dann den ukrainischen Eisenbauch ersetzt, der letztes Jahr entkommen ist«, sagte sie und strich die Serviette auf ihrem Schoß glatt. »Ich möchte diese barbarische Behandlung so gut es geht vermeiden und hoffe, ich kann mit den Kobolden zusammenarbeiten und alternative Möglichkeiten des Schutzes finden.« Hermione hoffte, das Gespräch würde hier enden, da sie nicht die Absicht hatte, Draco die Einzelheiten ihres Projekts zu erklären. Und außerdem roch die Kürbissuppe einfach köstlich. Sie sah auf ihr Besteck und fand 3 Löffel. Wie viele Gänge hatte Narzissa vorbereitet? Es schien, als habe Narzissa den Löffel gewählt, der ganz außen lag, deshalb tat Hermione es ihr gleich. »Du denkst, die Kobolde sind bereit, die Dinge in Zukunft anders zu machen?« Sie sah ihn an, während er seinen Löffel zum Mund führte. Sie merkte, dass sie neidisch auf die Eleganz dieser Bewegung war. »Ich denke, es ist immer möglich zu verhandeln«, sagte sie und tauchte ihren Löffel in die Suppe, aber ein Kichern ließ sie in der Bewegung innehalten.
Ich habe während der letzten Monate mehrfach persönlich mit Ihnen zusammengearbeitet. Draco grinste sie genauso an, wie er es immer getan hatte, wenn Snape ihn ausgewählt hatte, damit er einen Zaubertrank vorstellte. Sie sind Änderungsvorschlägen von Zauberern gegenüber nicht zugänglich. Hermines voller Löffel blieb über dem Teller in der Luft stehen. Dann werden wir sie eben dazu bringen, zu erkennen. Man kann einen Kobold nicht dazu bringen, irgendetwas zu erkennen, sagte er mit einem leichten Kopfschütteln, als stünde vollkommen fest, dass sie verlieren würde. Sie spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen stieg. Das Ministerium wird in der Lage sein, Gesetze zu erlassen, die die Kobolde dazu zwingen werden, einzuwilligen, sagte sie. Du denkst also, die Rechte der Kobolde sollten den Zaubereigesetzen untergeordnet werden? Er sah sie an und zog eine Augenbraue hoch. Sie sah ihn mit offenem Mund an. Das habe ich mit keinem Wort gesagt. Die Verhandlungen haben nur Erfolg, wenn du bekommst, was du willst. Oder, Granger? Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Draco! Gurrte Narzissa, und Hermione fiel wieder ein, dass diese auch noch da war. Schließlich legte sie ihren vollen Suppenlöffel zurück in die Schüssel und setzte sich gerade hin. Das Einzige, was ich will, ist, dass keine weiteren magischen Geschöpfe durch die Hände von Gringotts zu Schaden kommen. Es gibt irgendwo da draußen eine bessere Lösung, und ich will, dass Zauberer und Kobolde sich darauf einigen. Er nahm seinen Löffel wieder zur Hand, als brächte dieses Gespräch ihn überhaupt nicht aus der Fassung. Vielleicht ist es aber auch die beste Lösung, Granger. Vielleicht bist du nicht die erste Person, die diesen Streit beginnt, nur um herauszufinden, dass es wirklich die beste Sicherheitsvorkehrung ist, einen Drachen in den Tiefen von Gringotts zu halten. Es kann nicht die beste Methode sein, wenn es letztes Frühjahr 3 17-Jährigen gelungen ist, ihn zu befreien und auf seinem Rücken aus dem Gebäude zu fliegen, konterte sie. In seinen Augen blitzte etwas auf, während er sie ansah und tief einatmete. Mippi! Rief Narzissa mit angespannter Stimme. Mippi erschien und Narzissa fragte, könnten wir bitte etwas Wein zum Essen bekommen? Während Mippi eine Karaffe mit Rotwein herbeizauberte und wieder verschwand, bedauerte Hermione es, Narzissa ignoriert zu haben. Sie wandte sich der Gastgeberin zu, um irgendein Gespräch anzufangen, und nahm wieder ihren Löffel in die Hand. Die Suppe roch wirklich gut. Draco hatte andere Pläne. Natürlich, aber wenn ich mich richtig erinnere, musste eine ganze Menge Unheil angerichtet werden, um in die unteren Verliese zu gelangen, sagte er, und Hermione wandte sich ihm wieder zu, die Lippen fest aufeinander gepresst. Die 3 17-Jährigen haben zunächst unverzeihliche Flüche angewendet, um an den ersten Sicherheitsbarrieren vorbeizukommen. Es ist also vielleicht ganz und gar nicht der Drache gewesen, der versagt hat. Ihre Augen verengten sich und er zog eine Augenbraue hoch. Hermine, Liebes, sagte Narzissa, wie wäre es mit einem Glas selbstgemachten Elfenwein? Sie wandte sich Narzissa zu. Nein, danke, Narzissa. Dann sah sie wieder in Dracos selbstgefälliges Gesicht. Du würdest also vorschlagen, den verstümmelten und gefolterten Drachen dort unten zu behalten und die Sicherheitsvorkehrungen oben zu verstärken? Das wird das Problem mit der Verstümmelung und der Folterung auf jeden Fall lösen. Draco, Wein? Nein, Mutter. Er wandte den Blick nicht eine Sekunde von Hermione ab. Ich habe nur gesagt, dass der Fehler, den du bei den Sicherheitsvorkehrungen siehst, davon ausgeht, dass man an dem Drachen vorbeikommt, was ohne ein paar Gesetzesbrüche oben nicht möglich gewesen wäre. Du solltest diese Argumente vielleicht aus deiner Präsentation heraushalten, Granger. Ansonsten könnten sie sich dafür entscheiden, dies genauer zu untersuchen. Gut, dann nehme ich eben etwas Wein, hörte Hermione Narzissa murmeln, während ihre Ohren heiß waren und sie Draco seinen Löffel in die wunderbare Suppe tauchen sah, die sie noch nicht hatte probieren können. Oh, danke, Draco, aber das Zaubergemott weiß bereits jedes Detail dieser Begebenheit,
Weißt du, ich bin absolut in der Lage, ganz allein zu verhindern, in Azkaban zu landen. Und das ganz ohne die Hilfe eines Fürsprechers. Sie sah, wie sein Löffel auf dem Weg zu seinen Lippen in der Luft verharrte und seine Wangen sich rot verfärbten. Jeder Triumph, den sie verspürte, war nur von kurzer Dauer, als ihr klar wurde, dass auch Narzissa neben ihr sehr still geworden war. Sie war zu weit gegangen. »Ich, Narzissa, danke für das Abendessen. Es war wirklich außerordentlich freundlich von dir, mich einzuladen zu bleiben, aber ich muss jetzt gehen.« Sie legte ihren Löffel wieder auf den Tisch und warf einen letzten Blick auf die Kürbissuppe, bevor sie aufstand. »Oh, Hermione, Liebes, bitte bleibe«, sagte Narzissa, und Hermione sah sie an und konnte in ihrem Blick keine Abneigung erkennen. Es war also möglich, dass ihre Beziehung zu retten war. »Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht.« Sie legte ihre Serviette auf ihren Stuhl und wich Dracos Blick aus, von dem sie wusste, dass er auf ihr lag. »Lass dich von Draco hinaus begleiten«, sagte Narzissa. »Ich möchte nicht, dass du dich verläufst.« »Auf keinen Fall«, entgegnete sie und musste fast lachen. »Ich würde mich lieber in euren Kerkern verlaufen, als ihn in meiner Nähe zu haben.« »Noch einmal danke, Narzissa. Du warst wirklich großzügig.« Sie nickte Narzissa ein letztes Mal zu und verließ den Speisesaal. Sie wandte sich vor der Tür nach rechts, schnaubte und ging den Flur hinunter, wobei sie einige der Wandteppiche wiedererkannte. Der Weg zurück zur Bibliothek dauerte etwas länger, als sie ihn in Erinnerung hatte, da sie mehrfach falsch abbog und außerdem an dem großen Fenster anhielt, von dem aus man den weitläufigen Garten sehen konnte, um den Blick in die Nacht hinaus zu genießen. Nachdem sie die Büsten der Malfoy-Männer gefunden hatte, wusste sie den Weg und war ziemlich stolz auf sich. Sie ging zu den Kaminen, fand aber kein Flohpulver. Draco hatte ihr vor 2 Wochen einen Beutel voll angeboten, aber sie erinnerte sich nicht daran, wo er ihn hergeholt hatte. Die Halle war leer. Keine Beistelltische oder verborgenen Regale, wo man das Flohpulver aufbewahren konnte. »Accio Flohpulver«, flüsterte sie, hatte aber kein Glück. Gerade als sie dabei war, zur Vordertür hinaus zu marschieren und einen Apparierpunkt zu suchen, hörte sie das Klacken von Drachenlederschuhen. Sie schloss die Augen und betete zu Merlin, dass es Narzissa sei. Sie drehte sich um. Und Draco kam mit einem zufriedenen Grinsen, das er zu verbergen suchte, auf sie zu. Sie sah ihn wütend an und verschränkte die Arme. Als er sie erreicht hatte, bemerkte sie, dass er ihre Bücher hielt, die sie vergessen hatte. Sie errötete, versuchte aber, seinen Blick standzuhalten und eine Augenbraue hochzuziehen. Die Bücher wurden mit einem Band, das von Mippy hergestellt war, zusammengehalten, und als er sie ihr entgegenstreckte, einen Finger unter das Band gehakt, wurde ihr klar, dass er einen Federleichtzauber darauf gelegt hatte. Sie nahm die Bücher kommentarlos entgegen, und es schien, als vergehe der Zauber in dem Moment, in dem sie sie berührte. Und so musste sie plötzlich das Gewicht von 8 schweren Wälzern stemmen, ohne dass er ihr half. Als sie sich wieder aufgerichtet hatte, sah sie ihn wütend an und seine Augen leuchteten vor Freude, aber er verbarg immer noch ein Lächeln. Er zauberte den Beutel mit dem Flohpulver mit einer Handbewegung herbei. Natürlich. Sie griff danach und er zog den Beutel weg. »Mutter regt sich ziemlich auf, weißt du. Nach der Sache, die du gemacht hast, hoffe ich, dies ist dein letzter Besuch im Herrenhaus der Familie Malfoy.« »Ach, fick dich, Draco!« sagte sie. Sie griff nach dem Flohpulver, warf es in den Kamin, und als sie hineintrat und sich umdrehte, um ihr Ziel zu nennen, erhaschte sie einen letzten Blick auf ihn. Er hatte das Flohpulver immer noch in der Hand, starrte auf die Stelle, an der sie eben noch gestanden hatte, und seine Mundwinkel hoben sich.